Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Endspurt beim 1860 München Projekt. Ja, wir haben nicht mehr viele Spiele. Wir sind jetzt am 25. Spieltag. Insgesamt 9 Spiele haben wir uns vor uns. Das haben wir noch vor uns. Das heißt, hochgerechnet haben wir noch 5 Folgen. 5 Folgen, um den Aufstieg perfekt zu machen. Wir führen aktuell die Tabelle mit 5 Punkten. Und jeder Sieg bringt uns natürlich weiter. Keller ist natürlich ein Monster im Tor. Die Mannschaft steht. Palmberg hat sich so entwickelt, wie ich es nicht erwartet hätte. Nakai hat einfach Wüthra gesagt, ist mir scheißegal, ob Wüthra weg ist. Ich bin hier. I'm the boss in business. Ugarte, einfach gute Form, lässt Lukas May auf die Bank. Und ja, Dorrington, hier ist auch kam als Backup. Für Niklas Lang ist es halt das Problem. Niklas Lang ist halt der Einzige, der darunter leidet. Wenn ich da ehrlich sein darf. Jalzin, ja, läuft gut. Ackmann hat auch eine gute Form. Jovetic sieht da auch sehr gut drauf aus. Die Mannschaft steht. Ich mache jetzt auch einmal so weiter. Also wir haben einiges vor. Am 26. Spieltag jetzt gegen den 9. aus Heidenheim stehen mit 20 Millionen sehr gut da. Die Fans lieben uns. Und ja, ich bin zuversichtlich, dass das hier sehr gut, sehr in die richtige Richtung läuft. Also ich habe Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr großen Bock drauf, hier mit 1860 auch direkt den direkten Weiteraufstieg zu schaffen. Und diese Mannschaft dann in der ersten Liga zu etablieren. Ja, Nakai verletzt sich. Wie lange fällt er aus? Bis zum 14.3. Das heißt nur dieses Spiel. Aber wir haben ja einen Wilshere. Lajic kann auch noch mit. Und sonst sieht das gut aus, ja. Bino Gittens und Joaquin, die streiten sich noch ein bisschen, aber jetzt kann ich Gittens wieder spielen lassen von Anfang an. Hier gegen Heidenheim und sonst, ja, guckt einfach mal die Form an. Alle sind in Form. Einfach alle sind in Form. Gefühlt, bis auf Gittens und Arkman. Die haben nur eine 12. So, und deswegen gehen wir auch jetzt rein. Hoffen natürlich direkt das Beste. Wir gehen wieder auf Textmodus. Gerade habe ich noch Rapid Wien aufgenommen. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Projekt. Ich bin gespannt, geht raus, spielt ordentlichen Fußball. Das Ding ist viel zu laut gestellt, weil ich gerade noch ein Video geschnitten habe. Ja, das Rapid Wien Video halt, das rendert gerade nebenbei. Und wir gehen rein in die Partie gegen Heidenheim. Aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus, wir sind zu Hause. Weiterhin gut unterwegs, ich weiß gar nicht, sind wir ungeschlagen bis jetzt? Haben wir schon mal ein Spiel verloren? Eine Niederlage haben wir bis jetzt und ich glaube, die war zu Hause. Nach 26 Spielen eine Niederlage. Jetzt erstmal ein Angriff von Heidenheim. Eigentlich harmloser Steilpass von Kerschbaumer. Aber Bogarde macht diesen zu einer Vorlage für Pick. Der zieht Volley ab und scheitert an Keller. Oh, Keller. Bogarde, kommst du rein mit deiner guten Form und machst sowas. Brunic mit dem Pass auf Pick. Der aber sofort von Schiedsrichter Rosenthal wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen wird. Okay. Nice von. Letztlich beginnt es hier wie aus Eimern zu schütten. Bisher spielen hier nur die Heidenheimer Spieler. Die Münchner Löwen sind nur mit Abwehrarbeit beschäftigt. Der erste FC Heidenheim ist höchst motiviert und bissig, ja. Das geht auf jeden Fall nicht so. Ja, komm, das geht nicht so. Die machen hier nur Druck. Ich kann auch nicht sagen, geht drauf, weil wir machen ja gar nichts. Danke von Luis. Bicalho gelingt ein schöner Kopfball. Keller kann gerade noch abwehren. Wenn wir Keller auch nicht hätten, ne? Aber es war abseits. Es war abseits gut. Ich habe die Spieler jetzt ein bisschen zusammengepfiffen an der Seite mit, das geht so nicht. Ich hoffe, dass sie jetzt mal ein bisschen was zeigen. Ich hoffe es einfach. Komm schon. Es passiert einfach gar nichts. Doch ein Angriff hier jetzt gegen Ende. Ein guter. Schussversuch vom Palmwerk. Von der Strafraumgrenze wird abgeblockt. Aus dem Hintergrund rauscht Wilshere ab. Zieht flach auf 22 Metern ab. Der Ball fliegt ins linke Eck. Müller sieht nicht gut aus. Tor. Erfahrung pur. Jack Wilshere. Damit führen wir. Erste Chance von uns im Game. Und er macht sie einfach direkt rein. Fürwetter ist einen kleinen Tick schneller als sein Kontrahent. Bisschen die Kugel vor das Tor. Bogarde rettet per Kopf zur Ecke. Es geht mal drauf, ey, ohne Witz. Und mahnt seine Kollegen zu mehr Konzentration. Das sagt der beinahe ein Gegentor vorgelegt hat. Ecke von Lex Burnic. Die erste in diesem Spiel für Heidenheim und auch generell die erste. Der Ball dreht sich bedrohlich auf den langen Posten. Dorrington kann mit einer guten Kopfballabwehr klären. Stark. Entschuldigt, ich musste dabei gehen, weil es ist schon ein bisschen spät. Es ist jetzt gerade 2.18 Uhr. Und ich muss in 4 Stunden wieder aufstehen. Okay, 4 Stunden ist ein bisschen übertrieben. Um 8 muss ich aufstehen.
6 Stunden. Weiter Abschlag, das Pontorhüter, Keller. Gittens nimmt den Ball mit und ist plötzlich durch, schießt sofort Tor. Also, Gittens macht sich bezahlen, ne, wenn du ihn mitnimmst. Jetzt geht's wieder, sehr gute Chance, 32. Jovetic geht am Strafraum an zu Boden. Ja, okay, das war knapp von der Linie, er rappelt sich wieder auf. Dann geht er wieder, zu leicht auf den Boden, fällt gegen Schmelzer. Diesmal auf der Linie und der Weltklasse-Schiedsrichter hat alles gesehen und lässt weiterspielen. Dustin Rosendahl. So, haben wir die Konzentration. Jetzt ein Tor für Heidenheim, dann sehe die Welt schon wieder ganz anders aus. Aber ich will das nicht. Ich will das so mitnehmen. Bogarde sieht hier Geld für ein Mini-Foul. Rosendahl sollte es nicht übertreiben. Auch Kühlwetter wirkt etwas überrascht, aber was soll ich machen? Ich habe ja noch einen Lukas May auf der Bank. Hier ist pünktlich Schluss. Ja, Bogarde will ich nicht riskieren. Der hat ja auch am Anfang einen Fehler gemacht, deswegen kommt Lukas May direkt rein. Spielergespräche hier. Assistent macht das. Halbzeitansprache. So haben wir uns das vorgestellt. Nach einer Zeit haben wir die Kontrolle übernommen. Und wollen hier auch weiter alles übernehmen. Die Spieler machen sich warm. Ja, Akman, Jovetic können wir vielleicht mal schauen. Vielleicht bringen wir die Wiedervereinigung des türkischen Sturms. Yalcin für Jovetic. Können wir mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall direkt zweite Halbzeit wieder drauf. Ich will sie gar nicht erst rankommen lassen. Da kommt auch schon wieder direkt 49. Eine sehr gute Chance für uns. Gittens setzt Akman mit einem Steilpass in Szene. Der bisher unauffällige Stürmer steuert alleine auf das Heidenheimer Tor zu. Scheitert aber an Kevin Müller. Ja. Glanzparade. Aber es geht direkt weiter. Kleine Chance. Palmbert legt schön auf bei Akman. Aber der verzieht. Da muss der junge Stürmer mehr draus machen. Ja, da. Aber er ist im Game. Also Akman ist der Mittelpunkt gerade. Katastrophaler misslungener Doppelpass zwischen Hüsing und Hockmar. Vor dem eigenen 16er. Akman spritzt dazwischen. Läuft allein auf Kevin Müller zu. Und lässt diesen mit seinem Schuss keine Chance. Diesmal hat er es gemacht. Und damit ist es klar. Jovetic geht gleich runter, kriegt gleich seine Pause. Und Akman darf im türkischen Sturm-Duo da mal wieder ein bisschen was zeigen. Es geht auf jeden Fall direkt weiter. Dorrington läuft ganz alleine mit dem Ball durch das Mittelfeld. Wird nicht angegriffen. Haut dann aus 27 Metern den Ball flach unten rechts ins Tor. Ein Schuss für einen Strich. Kevin Müller schadenslos. Haut dann aus 27 Metern den Ball flach unten rechts ins Tor. Was ist los mit denen? Auf einmal machen sie alles hier. Es geht auch direkt weiter. Über den rechten Flügel kompensiert sich in den Strafraum. Akman probiert das aus gut 25 Metern. Sieht aber deutlich rechts vorbei. Jetzt kommt Yalcin rein. Panere ist auch nicht gut im Game. Dann kommt Luca Romero rein. Der lässt sich auch nochmal hier ein paar Minuten spielen. Zwei Wechsel haben wir noch. Und dann schauen wir mal. Vielleicht bringen wir... Ja, okay, Gittens kann ich eigentlich nicht runternehmen, so wie der gerade spielt. Pushers könnte ich vielleicht reinbringen für Heinz. Und dann müssen wir mal schauen. Und vielleicht ein paar Minuten Pause für Palmberg gegen Ende. Tobias Mohr kommt für Kerschbaumer. Okay, nice. Kann ich mitarbeiten. Jetzt kommt nochmal eine gute Chance für uns. Eine sehr gute Chance in der 70. Palmberg und Dorrington dürfen sich unbedingt Richtung 16er bewegen. Der ebenso ungedeckte Akman scheitert erst mit einem Passversuch. Aber setzt den Ball aus 22 Meter flach rechts ins Netz. Also hier ist gerade was los. Das erzählt dir kein Zweiter. Puschers kommt rein für Heinz jetzt. Heute klappt bei uns alles einfach. Wer weiß, wie das gelaufen wäre, wenn wir die rote Karte gekriegt hätten. Die gelb-rote. Wenn. Das ist ja nicht, dass es wirklich so passiert ist, ne? Verwirrung im Strafraum von Heidenheim. Keiner schlägt den Ball entscheidend weg. Schließlich schnappt sich Hals in die Kugel. Geht aus kurzer Distanz ab. Müller ist zur Stelle, ja. Lajic kommt jetzt rein. Palmberg kriegt nochmal eine Pause. Und Lajic kriegt mal wieder ein paar Minuten der Erfahrung. Ich meine, das ist unser Mittelfeld ziemlich alt geworden, ne? Wilshere und Lajic. Aber vielleicht. Wir übernehmen jetzt die Kontrolle die letzten 15 Minuten. Mal sehen, ob unser Mittelfeld das gut hinkriegt. Ob sie es hinkriegen. Vielleicht noch eine Chance. Ja, da kommt sie. Flanke von rechts durch Agu. Yalcin taucht auf einmal frei vor Müller auf. Doch der 60er scheitert per Kopf aus 6 Metern am gut reagierenden Schlussmann von Heidenheim.
Ja, Müller ist ein Monster. Hat es zwar keine Chance gegen uns heute, aber er ist ein Monster. Wie geht's weiter? 82. Passiert hier noch was? Schlechte Sicht, man kann nicht mehr von einem auf das andere Tor schauen. Wir haben seit 300 Minuten kein Gegentor mehr kassiert, okay, stark. Keller, das ist ein Zeichen für dich. Der Trainer von Heidenheim, Frank Schmidt, wirkt irgendwie ausgezehrt und erschöpft, aber das kann ich mir vorstellen bei so einem Ergebnis. Gute Aktion von Gitten, die jetzt nochmal gegen Ende. Der setzt sich im Strafraum durch, schießt aus 14 Metern. Müller packt jedoch sicher zu. Ja, ich bin das 6-0 brauche ich nicht. Wäre schön, aber brauche ich nicht. 60 Sekunden wird hier nachgespielt, aber ich denke, das war's. Da ist der Schlusspfiff. Wir gehen. Wir schicken sie mit einer Packung nach Hause. Akma mit einem Doppelpack. Sehr gut. Statistisch gesehen schauen wir 11:2 Chancen. Wir haben klar dominiert. Doric ist Spieler des Spiels. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Nürnberg mit den 2-0 gegen Karlsruhe. Düsseldorf 1-1 gegen Osnabrück. Die sinken immer weiter. Ne? Niederlage, Niederlage, unentschieden. Holstein Kiel 0-1 gegen Aue, Pauli 0-1 gegen Darmstadt, Bielefeld 1-1 gegen Kräuter Fürth, Braunschweig 0-4 gegen Paderborn, wir 5-0 gegen Heidenheim, Saarbrücken 1-2 gegen Hannover und Kaiserslautern 1-1 gegen Bremen und Nürnberg, ja, bleibt dicht an uns dran. Aber, wie sieht es aus? Auswärtsspiele? Heimspiele haben wir keine Niederlage. Nur Auswärtsspiele haben wir eine Niederlage. Und wir haben 13 Gegentore und 66 Tore. Also wir haben wieder Nürnberg locker eingeholt. Läuft hart bei uns. Spieltagsstatistik, wir schauen mal. Wilshere, Palmberg und Dorrington sind in der 11. Spieltages und Palmberg ist Spieler des Tages. GG, jetzt wieder gegen den 9. Diesmal aber aus Paderborn. Bugarde mit der Oberschenkelzerrung fehlt dieses Game nur. Aber wir haben ja einen Lukas May auf der Bank, ne? Und einen Niklas Lang, der mitgehen kann. Dann ist Jalzin momentan verletzt, aber wir haben ja einen Finn Wogason. Jalzin fällt uns ja bis zum 23.03., aber nächstes Spiel gegen Bremen, das Top-Spiel gegen Bremen, ist er wieder da und dann geht es auch gegen Aue in der nächsten Folge. Wow. Wir haben einiges vor Lahic und Nakai. Ja, Wilshere darf jetzt erstmal von Anfang an rein, weil er auch direkt die 16er Form hat. Das ist das gleiche wie bei Nakai. Aber es läuft einfach momentan so gut. Ich kann mich nicht beschweren. Niklas Lang, 13er Form. Nehmen wir die 13er Form mit oder nehmen wir Lukas May von Anfang mit? Ja, wir nehmen die Stärke. Wir nehmen die Stärke mit. So, Palmberg, ja. Palmberg. Grundstärke 73. Ich bin so zufrieden mit diesem Einkauf. Er ist einfach ein Monster. Er ist einfach ein Monster. Und jetzt kann er gegen Paderborn nochmal zeigen, dass er ein Monster ist. Gebt euer Bestes. Können wir hier, diesmal ist es ziemlich starker Gegner mit Paderborn. Können wir hier wieder so gut spielen? Dritte Minute, passiert jetzt irgendwas oder wie? Okay, oder bist du abgekackt? Nein, Jovetic legt den Ball zurecht, läuft an, Tor. Jovetic, Freistoß-Tor. Läuft gut und dann kommt direkt die Antwort von Paderborn. Guter Angriff, schöne Kombination von Paderborn. Uwusu zieht ab und trifft. Aber statt im Abseits. Kurz darauf wird ein 18 Meter Schuss des großgewachsenen Stürmers abgefälscht und fliegt knapp über das Tor hinweg. Da haben wir Glück gehabt, dass er nicht direkt ausgeglichen hat. So, die Paderborn ist sehr offensiv ausgerichtet mit drei Spitzen, okay. Wie sieht es jetzt weiter aus? Von Axel Dong, ach, den wollte ich ja auch holen, aber der ist ja nicht gekommen. Der ist ja nicht gekommen. Ja, die beleidigen sich gerade schon von Axel Dongen. Läuft hart bei denen. Jetzt kommt die. Ist ein kleiner Tick schneller als ein Kontrahent von Axel Dongen. Spitze die Kugel vor das Tor. Dorrington rettet per Kopf zur Ecke. Stark. Und mahnt seine Kollegen zu mehr Konzentration. Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Auf jeden Fall. Jetzt geht's direkt weiter. Hanere wird auf der rechten Seite steil geschickt. Legt dann rüber zu Gittens. Tom Buck passt auf. Und klärt vor dem Angreifer. Ja. Aber wir machen Stress. Jetzt kommt unsere Ecke, denke ich mal. Ecke von rechts. Die erste in diesem Spiel für uns. Gittens bringt den Ball herein. Wilshere steigt am kurzen Pfosten hoch. Kopfball. 2 Meter links vorbei. Wäre schön gewesen. Wäre schön gewesen, Wilshere. Nakai hat ihn bestimmt gemacht. Erstmal ein bisschen Druck machen. Ja. Aber es geht gut. Jetzt die nächste Angriff. Jovetic bedient Palmberg. Kleine Chance.
Der versucht es aus 24 Metern den Ball ins lange Eck zu schlänzen. Tingala ist aber auf der Hut und klärt zur Ecke. Wir kriegen unsere zweite Ecke, stark. Okay. Die Ecke wird einfach nicht ausgeführt, beste Leben. Aber wir kriegen jetzt nochmal eine vermeintliche Abseitsstellung von Gittens, wird zurückgepfiffen. Okay, läuft. War gleiche Höhe. Bringt uns nichts. Und wir gehen mit der 1-0 Führung. Nein, wir kriegen noch eine Chance. Ein schneller Angriff von 1860 München. Anere ist zunächst vorbei an Collins. Versucht den in der Mitte lauernden juventischen Szene zu setzen. Aber das misslingt völlig, ja. Und dann gehen wir in die Halbzeit, denke ich mal. Das Spiel wird pünktlich auf die Sekunde beendet. Ja, komm. Ab in die Halbzeit mit euch. Starker Start auf jeden Fall. Wir wollen hier auf jeden Fall nochmal richtig aufdrehen und das Ding hier gewinnen gegen Paderborn. Hinspiel haben wir 7-0 gewonnen. Da können wir doch anknüpfen. So, alle Spieler wärmen sich auf, bis auf Kirschbaum. Der braucht das nicht. Es geht direkt mit einem Angriff von Owusu. Los, zieht im Strafraum aus halblinkster Position ab. Zieht im Strafraum. Und Keller kann den Flachschuss zum Eckball ablenken. Jetzt kommt die Ecke von Marco Stiepermann, die erste in diesem Spiel für Paderborn. Geht den Eckschuss von der linken Seite vom Tor weg. Der Ball segelt aus dem Strafraum heraus und kommt vor die Füße von Gumni. Dessen Schuss geht aber rechts am Tor vorbei. Jetzt gehen wir mal drauf hier, 52. Das kann doch nicht sein. Ach, es passiert schon wieder was. Alle Spieler haben sich jetzt in den Strafraum um den Strafraum von 1860 München versammelt. Palama findet endlich eine Lücke und kommt zum Flanken. Kelleher kommt aus seinem Kasten und verlängert den Ball über die Latte zur Ecke. Keller. Wenn du nicht wärst. Ecke von rechts, die zweite, Supermann. Die Ecke ist kein ernsthaftes Problem für Kelleher. Er kommt heraus und schnappt sich das Leder sicher. Wichtig. Und die machen weiter Druck. Jetzt kommt eine gute Chance. Dorrington versucht zu klären. Tut das aber auf Kosten einer Ecke. Momentan machen sie Druck. Jetzt die dritte Ecke. Stiepermann. Von links diesmal. Die kommt präzise auf Thalhammer. Der sich gegen Dorrington durchsetzt. Und gut köpft. Aber in Kelleher seinen Meister findet. Wenn die jetzt noch einen Angriff machen, dann schrei ich die zu Sau. Komm schon, das geht so nicht. Lass die nicht hier alles machen. Komm schon, Jungs. Wir gehen jetzt 67. Wir gehen hier einmal kurz rein. Den Morathon kommt für den Torschützen. Nakai kommt für Wiltshire. Romero kommt für Hanere. Und Poschas kommt für Heinz. So. Einfach mal ein Mehrfachwechsel hier. In der 68. Einwechsel habe ich noch. Niklas Lang kommt wahrscheinlich dann nochmal für Gittens gegen Ende. Joaquin. Aber erstmal müssen diese Wechsel hier durch. Positionsgetreu. Finn Bogason, kannst du hier vielleicht dich nochmal bewerben für die Bank? Wäre auf jeden Fall nice. So, da der letzte Wechsel. Finn Bogason. Los geht raus. Obwohl das niemand von euch gehört hat, habe ich gerade zum Himmel gezeigt. Warum, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich liebe diesen Spieler. Ich liebe ihn einfach. Dominik Drexler für Marco Stiepermann. Ja, sie wechseln auch nochmal. Es geht direkt weiter. Wir kriegen keine Chancen mehr. Was ist hier los? Komm, wir sind die stärkere Mannschaft. Sie wechseln nur. Es wird nur gewechselt. Momentan trägt die Uhr unsere Farben, ja. Joaquin kommt jetzt nochmal für Gittens. Gegen Ende, 78. 12 Minuten noch zu spielen. Ich meine, ich kann mit diesen 1-0 durchaus leben, aber wie wir spielen, das packt mich gerade ab. Das nervt mich gerade hier gewaltig. Wie spielen wir? 81. Es passiert irgendwas. Irgendwas passiert jetzt. Ich hoffe für uns. Finn Bogason legt sich den Ball zurecht, läuft an. Tor. Ja, perfekt. So wünscht man sich das doch. Er kommt rein und macht sein 7. Saisontor. Und macht hier alles klar. Er macht einfach alles klar. Wichtiges Tor. Von Alfred. Ja, das glaube ich, dass der Lukas Kwasniok da leidet bei diesem Game. Also sie haben uns wirklich an die Wand gespielt. Und danach passiert einfach gar nichts mehr. Ist einfach mal gar nichts mehr passiert gefühlt. Außer dieser eine Freistoßtor.
Dies ist eine Freistoßtor, sorry. So, und nach 60 Sekunden wird nachgespielt. Da ist der Schlusspfiff. Wir gewinnen 2-0 gegen Paderborn. Wichtiger Sieg auf jeden Fall, da wir weiter ungeschlagen sind in diesem Jahr. Und ja, 5-4 Chancen. Das sagt schon alles über das Game aus. Aber ziemlich ausgeglichenes Spiel. Wir hatten ein bisschen mehr Ballbesitz, aber zwei Freistoßtore. Tja. Dorrington, Spieler des Spiels. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Darmstadt 3-1 gegen Holstein Kiel. Bremen 2-2 gegen Braunschweig. Hannover 0-0 gegen Kaiserslautern. Kräuter Fürth 0-1 gegen Nürnberg. Die bleiben an uns dran. Pauli 2-1 gegen... Heidenheim 2-1 gegen Pauli. Paderborn 0-2 gegen uns. Karlsruhe 1-3 gegen Düsseldorf, die mal wieder gewonnen haben und Bremen wieder überholt haben. Osnabrück 1-0 gegen Bielefeld. Und Aue 1-1 gegen Saarbrücken. Ja, es sieht gut aus. Wir bleiben bei den 5 Punkten. Und mittlerweile sind es 9 Punkte auf Serie 3. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Nächstes Mal machen wir Spieltag 28 und 29. Wir gucken uns jetzt mal hier erstmal kurz die Spieltagstatistik an. Von uns sind Dorrington und Mai drin. Aber Spieler des Tages ist Marvin Jung, der junge Rechtsverteidiger. Den kann man sich eigentlich auch mal für die Zukunft anschauen. Ne? Auf jeden Fall würde ich sagen, GG. Und was ich auch sagen würde, ist, hier würde ich die heutige Folge beenden. Wir sehen uns am Freitag beim Spiel gegen Bremen. Und da bin ich auch mega heiß drauf. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, irgendwelche Feedbacks zu der Karriere, wie Kevin Xocki das immer macht. Bin ich sehr dankbar für, auf jeden Fall. Ich versuche auch alles zu beantworten direkt. Und guck mir auch die Spiele an. Natürlich müssen die Spiele auch mittlerweile zu unserem Profil passen, weil wir ja nicht mehr so auf Talente achten müssen. So 68er Talente und so. Natürlich kann man ein paar kaufen, aber mittlerweile müssen das schon 70er sein, wie man hier sieht. Oder Keller einfach mit einer 83. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, wie schon gesagt. Ansonsten sehen wir uns Freitag wieder, wenn nicht was dazwischen kommt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass